3, 2, 1. Hallihallo und willkommen zurück zur nächsten Folge It Takes Two mit Lumidu. Hallöchen. Und wir waren gerade mitten auf dem Weg zu den bösen, bösen Wespen mit meiner Harzkanone. Und was hast du eigentlich da für ein Ding? Weißt du das? Ja, ich schieße dein Bubblekram weg. Also irgendwie Feuerpfeile oder so verschießt du, glaube ich. Das macht einfach dann Boom, Boom, Boom. Du bist aber in die falsche Richtung unterwegs. Da sind wir hergekommen. Ich brauche auch noch einen Namen für dich. Benu. Also. Au, au, au. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen getestet, deswegen liegen hier Sachen rum, nicht wundern. Ich muss nur vielleicht jetzt irgendwie... Bossfight? Vermutlich. Wow. I think they're bringing out the big guns now. Wait, that... It's a hammer! Oh. Ich mach sie, ne, du musst dann... Nice, funktioniert. They call me the Exterminator! They really do! How do you like that? Oh Gott. Leave us alone, pest! Geht weg, ihr blöden Mistviecher! Also ich schieße immer drauf, sobald ich kann hier irgendwie und versuche die Sachen zu plätten oder zu... Oh, das ist schlecht. Ich muss überleben. Oh, die machen hier so ein bisschen Dark Souls. Du kannst das dodgen, glaube ich. Viele Sachen davon. Das ist irgendwie gar nicht mehr, obwohl ich zur Seite wollen, wie bei Dark Souls. Das jetzt nicht sagen. Hier mit X kannst du tatsächlich dieses ausweichen. Die machen so einen Hammer und an dem kannst du ausweichen mit X. Also es gibt den Dodge. Ja, weißt du. Das meine ich. Danke für die Erinnerung. Also hübsch ist es. Hübsch ist es. Finde ich die jetzt nicht. Au. Oh oh. Ich glaube, ich gehe nach unten. Oh. Müssen wir jetzt irgendwie lenken? Also wir können lenken. Noch gar nichts machen, jetzt kann ich. Ich schieße weiter auf die Wespen, ne? Oder mit, sollen wir hier springen? Das ist im Weg. Oh, mach sie aus dem Weg, mach sie aus dem Weg. Mach ich doch schon. Ich schieße immer, sobald ich kann, auf sie. Aber ich kann nicht immer auf sie schießen. Hui! Scheren war cool. Du musst treffen! Ja, sagt es ihr, nicht mir. Wieso ihr? Du spielst sie doch. Nicht. Du spielst sie doch. Du musst also gut zielen. Fehler 99 ist jetzt vom Rechner und so. Ausweichen. Kann man auch ausweichen, jo, aber dem nicht. Kann ich schießen. Oh, wir können dann drunter durchfahren. Ich habe keinen Damage gekriegt. Keine Ahnung. Hä? Muss man hier gar nichts schießen? Können wir einfach so durchfahren? Ja, manche passen vielleicht, aber sicherlich nicht bei allen. Vielleicht ist es ein bisschen buggy. Ich bin doch mitten durchgefahren. Ah, da nicht. Ja, das hat den Schaden gemacht. Tests aber das nicht ausmachen. Das, ich hab geschossen, du hast noch nicht meins getroffen. Boom. Outs. Toll. Das war mein schönes Gesicht. Naja. Ein wunderhübsches Gesicht. Ich hab das... Nee, also leben kann ich schwimmen, da löse ich mich auf, das geht nicht. Okay, was für ein Boot jetzt? Also ob die Wespen uns da nie angreifen oder was? Das ist jetzt aber eher ein Floß als ein Boot. Aber wir sind zumindest leicht genug, das ist schön. Oars or something? We don't need oars, Cody. We've got an engine. Wieso haben wir ein Engine? It's in your hand. What? Oh no. Not just a wooden face, May. Oh, yeah, very funny. All right. Cool. Wenn ich gerade muss ich das steuern damit. Ich will nicht steuern damit.
Wird's ja. Aber. Na dann, gib Cody. Everything has multiple features. You just need to see them. So you're an engineer. You know about gadgets. Nature's my thing. Stromschnellen. That's not really helping us. Ja, ich weiß nicht so richtig, wo ich hin will. Vielleicht entscheidest du dich mal, ob du nach links oder nach rechts willst. Ist das wichtig? Oh, ich kann da ja. Vielleicht hätte ich doch die andere Richtung nehmen sollen, wa? Ich glaube, die kommen überall und ich glaube, es reicht, wenn ich sie kaputt mache. Ich sehe sie vor allem so schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du musst nur lenken. Ich muss ja, aber ich sehe immer nur den Rand und ich sehe nicht, wohin wir fahren so richtig. Oh Gott, wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen ja gar nicht dahin. Also, wenn die Kamera mal dahin zeigen würde, wo wir hinfahren und nicht, wo ich hinlaufe. Let's go! Party hat! Gib Gummi! Umstellen! Oh Gott, Crafting wäre mal cool. Oh, das können wir machen. Aber ich kann ja Sachen bestimmt anschießen, oder? Brauchst du gar nicht. Du könntest uns wieder antreiben. Sind Sie sicher? Oder? Na gut. Oh, die schwimmen uns ja entgegen, die Dinger. Ja, ich hab nur. Boom! Oh oh. Oh, sorry. Ach, Lumi, ein mit Profis arbeiten. Du bist jetzt ausgelenkt, Mann. Ich lenke hier rüber, wo ich denke, wohin müssen. Ich glaube, es ist okay. Hoffe ich. Aber du kannst hier auch drauf machen und ich schieße auch, oder? Oder müssen wir hier. Ah, warte mal, da ist ein Dings. Aha. Smart und so. Bekommen. Da unten sind die Dinge. Du musst nach links. Oh oh. Ja, passiert auch schon alleine. Kein Dorf. Wenn wir anstoßen, dreht es uns halt nur irgendwie durch die Gegend. Ich kann einfach gedrückt halten. Okay, dann kann ich auch so lenken. Muss ich loslassen. Du bist ja so mal raften mit mir. Ja, können wir machen, gerne. Oh. Oh Gott, da kommen wieder welche. What are they doing? Ja, nur irgendwas vor. Das ist irgendwas mit dem Felsen, der gefällt mir da ganz und gar nicht, ehrlich gesagt, der Felsen. Ich mach einen Wirbelsturm. Oh. Oder das? Gefällt mir auch nicht. Muss ich jetzt in den Sturm ausweichen oder was? Mhm. Nicht nur einem. Wie viele sind denn das? Oh Gott. Und wie laufen? Hä? Oh, die kommen auf uns zu! No! No! Sorry. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Wo kommen wir jetzt zum Boot hin? Wo ist das? Oh Gott, das Boot ist ja arschweit weg. Ich bin drauf gelandet. Ich nicht, ich bin abgesoffen. Aber du hat gereicht, dass ich da drauf bin. Okay, weg hier. Da kommt schon der nächste rechts. Bin schon dabei. Dann halt hier rum. Oh Gott, das ist unfair. Oh, nach rechts. Nee, kann ich nicht. Nach links. Ich sehe so viele. Ich kann die nicht alle ausweichen. Aber ich kann sie auf dem Boot landen, würde ich behaupten. Relativ easy. Oder? Warum bin ich denn so weit vorne und du nicht? Ah, okay. Keine Ahnung. Ich denke jetzt einfach. Die haben doch eine Homing-Funktion, die blöden Wirbelstürme. Wenn die einfach links und rechts gehen, würden wir ja okay, aber machen sie ja nicht. Oder machen sie doch? Nee, machen sie nicht! Manchmal weichen die aus und manchmal nicht. Manchmal zielen die auf uns und manchmal nicht. Das verstehe ich nicht ganz. Wieder 99 und so. Ich habe halt versucht, immer dahin zu fahren, wo sie jetzt gerade sind, dass sie dann von der Wand wieder zurückfahren, aber dann wechseln sie plötzlich die Richtung und fahren halt auf uns zu, anstatt wieder zurück, wo sie herkommen. Geschafft. Ist ja nur einer gestorben von uns, das warst du. Ja, hallo? Wieso geht es nicht? Ach so, kannst du es unten abschießen, bitte? Ne, das vordere auch. So, und jetzt muss ich oben dran ziehen, ne?
Nee, natürlich nicht. Hä? Vielleicht nach unten dran ziehen, dass es so nach unten geht vom Gewicht. Manchmal oben kaputt. Nö. Hä? Moment, sind wir wieder zurückgefahren? Nee, oder? Glaube ich nicht. Ich bin zwischenzeitlich ziemlich verwirrt, aber. Wäre doch Quatsch, dass hier so ein Ziel ist, wenn wir zurückfahren würden. Ja, das stimmt natürlich. Und der Stein ist auch nicht da, den wir vorhin hatten. Ja, das sieht schon anders aus. Und es geht doch immer Wasser runter. Also hier fließt ja das Wasser hin. Aber ich verstehe es nicht. Du musst. Okay. Na, dann musst du. Let's go, ab ins Dunkel. Wolltest du nicht schon immer mal ins Nichts fahren? Wildwasser-Rafting? Tunnel-Wildwasser-Rafting? Mein größter Traum. Ja, deadly beauty. Jellyfish can be lethal. We better get moving. Look, the light. Let's go. Ja, und jetzt hast du die wunderschönsten Quallen, die du jemals gesehen hast. War mir gerade ähnlicher als meine. Muss bei Quallen auch sofort an Tod denken. Warum das? Weil Quallen ganz schön tödlich sein können. Aber viele sind es ja nicht von den Quallen. Die sich rasant verbreiten schon. So Würfelqualle nee. Und so. Die du natürlich im Ostsee hast, die sind nicht tödlich zum größten Teil. Ja, stimmt. Und die verbreiten sich auch rasant. So auch rumschippern? Oder müssen wir jetzt gleich wieder laufen? Ich stelle mich einfach weiter. Oh. Licht! Let there be light. Oh. Sicher, dass du dich mit denen schippern musst? Du würdest ja sagen, wir müssen da drauf hüpfen auf die. Drauf. Ja. Wir hüpfen einfach auf die Quallen drauf. Oh. Wenn man hüpfen kann. Wenn man hüpfen kann, kann man auf die Quallen hüpfen. Okay, die Quallen kann ich nicht anharzen. Weiter geht's. Let there be light. Und so. Die werden grün, die Pilze, wenn es Licht angeht. Und fangen an zu leuchten. Ich mag so fokussierende Quallen. Das sieht ein bisschen nach Schwarzlicht aus hier, so Schwarzlichtfarbe. Mhm. Höhlenmalerei! Okay. Von Eichhörnchen, ja. Oder so ein Monster. This must be the squirrel's history. Die haben aber irgendwie einem großen Monster-Squirrel-Eichhörnchen, glaube ich, gedient. Guck mal, hier ist es doch sogar. Guck mal, hier liegt's doch. Das tote Monster-Eichhörnchen. Meinst du, das ist das? Ja, denke ich. Und dann kommt unser großes Haus. Hat alles kaputt gemacht. Ja, die bösen Bagger und so, ja. Haben alles kaputt gemacht. Die haben versucht, dagegen zu kämpfen. Is that supposed to be us? Ja. Und die Wespen kamen mit uns wohl. Toilettenpapier? Wir haben aber, guck mal, die Eichhörnchen sind immer alle lila und sie haben Waffen, die grün sind. Wenn die Wespen orange sind und wir sind aber alles gleichzeitig. Ja, und links sind aber wieder grüne Eichhörnchen, aber mit Toilettenpapier. Oh, Toilettenpapier finden sie wohl cool. Mhm. Hier sind auch Scheren und sowas. Und Geodreiecke und so. Und Bleistifte jede Menge. Das ist eher wie von unserer Tochter vielleicht. Jetzt dann zum Haus. Ja, und dort haben sie irgendwie Kamm und Sachen aus dem Haus geklaut. Sieht ein bisschen danach aus. Hübsch ist es. Dings. Oh, wir müssen da runter. Hübsch ist es. Warum ist denn hier eine Qualle in der Luft? Das ist keine Qualle. Oh. Was ist es dann? Wirbelwind. Das ist eine Luftqualle, würde ich sagen. Das ist keine Qualle. Hey. Oh, bis in den nächsten Treffen, war. Mhm.
Ich finde es hier schwierig, die Entfernungen abzuschätzen. Ja. Aber, oh Gott. Bis eben war es ja noch... Jo. Oh oh, das ist nicht, das nicht mal. Ich muss, glaube ich, erwarten, bis Dinge passieren, oder? Ich bin hoch. Ah, bis der da steht. Da kommt eine Lumi angeflogen und ich bin schon weg. Tschüss. Jetzt mal, dass ich da drücken muss. Hui. Gott, ich verliere total die Orientierung. Wer ist das denn? Bist du hier gar nicht unter Wasser, oder? Nee. Oh. Muss irgendwo, da ist das Stirbstück. Wir sind da drauf wahrscheinlich. Ah, ja, wir hätten auf ihn drauf gemusst. Ich bin drauf gekommen. What'd you call this? The giant fish. A fish that can fly? Looks like some kind of catfish. And how does that help us now? Well, catfish aren't dangerous. He's big enough to eat us. No. I'm getting a good vibe from this guy. A good vibe. Just stay on its back. Boop. Muss ein bisschen drauf bleiben. Witzig. Ja, so fühlt sich's an. Es patscht auch ganz schön. Können wir nicht uns an den Fühlern festhalten oder so? Ich glaube, das würde ihm nicht gefallen. Aber die sind so schön nach hinten. Wir könnten einfach direkt da dranhängen. Oder es sind noch mehr. Das scheint jetzt von Fisch zu Fisch, ja? Das sind Geisterfischkumpel. Einmal mit Profis arbeiten, da dreht sich nämlich gerade komplett. Sieht echt schön aus. Waren wir nicht gerade noch in unserem Garten? Wo sind wir denn jetzt? Irgendwo in der Eiche. Ja, aber es ist irgendwie viel Platz für irgendwo in der Eiche. Wir könnten potenziell auch springen. Wahrscheinlich sollen wir hier nach unten springen. Weil er sich einfach auflöst. Fällst eher, okay. Jetzt sind wir wieder in der realen Welt, glaube ich. I am getting really tired of falling. Well, be grateful you're in good shape. Oh yeah? Thanks, May. I meant good shape in this world. Wow. Oh, I see. So you're saying I'm in bad shape in my real body? Oh, I didn't say that. Wow. Hey, I am made of clay. Could you run, jump and fall like this in your real body? No. Exactly. Aber das ist echt gemein, du kannst es doch auch nicht in deinem echten Körper. Okay. Lumi, warum bist du so gemein? In deinem echten Körper kannst du das auch nicht. Das ist doch das, was sie gemeint hat. What? Hoch. Achso, wir können wieder sliden. Aber wir wollen nicht irgendwie das Ding da in der Mitte machen? Shooting Range? Das denn? Oh, da war ein Minigame. Hey, May. Ja, ich glaube, ich bin bei dem Minigame, oder? Nee, das ist doch da in der Mitte. Moment, was? Oder nicht? Minigame? Ja. Das da? Stempel. Oh. Weiß nicht genau, was ich machen sollte damit. Und ich muss irgendwie nicht ran, aber vielleicht hast du recht, dann muss ich auf der anderen Seite weitermachen. Mehr macht's doch nicht, oder? Außer dass es uns einen bösen Finger zeigt. Was? Hat uns einen bösen Finger gezeigt? Ja, es hat uns zumindest so eine faustartiges Ding gezeigt, wenn es anschießt. Also wenn ich mein Ding drauf mache, hier, und mein. Bestimmt, du hast schon recht, das heißt, hier ist ja auch Pömpel. Mein Herz. Komm, dann musst du auf die andere Seite. Wir warten sprinten nochmal. Achso. Ich doch. Lass die beweglichen Ziele nicht auf deine Seite gelangen. Waffe aufladen, halten. Okay. Dann gucken wir mal. Nicht verstanden, was wir machen müssen. Ich glaube, es gibt Ziele, die man hin und her schieben kann. Und das ist so wie Tauziehen, nur mit Schießen. Ah, 2 Punkte schon bekommen. Wasted plunges! I'm trigger happy! Yes!
Moin. Jo, jo, jo. Oh, siehst du so gut mit dem Controller, ey? Weil ich Halo gespielt hab. Oh Gott. Aber alle schaffe ich auch nicht. Viel zu schnell. Ist irgendein Auto-Aim? Nope. Hab ich nicht. Hab kein Auto-Aim. Gewonnen! Best of 3 war es doch, ne? Bist du nochmal, ja? Ja. Okay. Don't blame me if the loss stings. Ist aber nur ein bisschen vorzuhalten, Emma. Ah, du bist deutlich besser. Gemeinheit. Finger, ey. Dass ich das muskelmäßig in den Händen spüre. Ja, da sieht man, dass du noch nicht so viel mit Controller gespielt hast. Mhm. Ich merke das, wobei im Unterarm ein bisschen. Jetzt weiß ich, woher du so eine Griffkraft hast. Ja, ich habe früher viel Controller gespielt, ja. Mhm. Na gut, Glückwunsch. Wie reparieren wir gleich? Linken Stick drücken. Also einmal klicken, da rennst du. Ich bin schon auf dem Weg. Wollen wir cool rumsliden. Nachdem ich gewonnen habe, muss ich meinen Sieg ein bisschen feiern. Nein. Okay, habe ich mir den Slide verdient. Sieht auch ein bisschen aus wie... Ich sag's nicht. Was? Findest du nicht, wenn du hier so vorne stehst, so... Oh, ich darf nicht zurück. Ja. Woran denkst du? Vielleicht an zwei Nüsschen und eine Wiener. Ernsthaft? Ja. Wow. Sah nur ein bisschen abgeschnitten aus, die Wiener. Mhm. Ansonsten passt das schon. Das sieht aus wie eine Bossfight Arena. Gegen die Big B kämpfen. Meinst du? Das glaube ich irgendwie nicht. Wow. Wow. Ich darf mir nur ausweichen, ich darf nicht schießen. Lebe. Nö. Oh, du bist doch schon wieder da. Im Moment gerade. Lucky V. Bist du wieder da? Da. Wow, shit. Runde fand aber noch auch nicht, ne? Hab's geschafft. Sehr gut. Bin nur einmal gestorben und du bist zweimal gestorben. Haha, gewonnen. Nix kannst du, ich hab gewonnen. Wow. Ich weiß schon, ob ich mich von dir scheiden lassen will. Moment, was? Ohne dich kann ich jetzt hier nicht so viel machen gegen die Viecher. Merkst du was? Außer sie flugunfähig machen. Den sehen wir schon die ganze Zeit, aber irgendwie so viel näher gekommen ist jetzt noch nicht. Und das sieht irgendwie aus wie ein Wespenkolosseum. Mhm. Wieso kommen wir gerade hier raus? What is this place? I don't know, but they look pretty angry. Yeah, they do. Oh no. Hirschkäfer. Ja. Das ist überraschend. I'm not sure.
Übrigens, das ist eine Streichholzkanone. Wo ist er denn? Da. Okay. Mal hier noch? Oh, wow, oh Gott, wir müssen raus. Okay. Oh. Ich muss ein Stück Stellen treffen? Nee, auch nicht. Nee, bei ihm bleibt. Irgendwie rein? Müssen wir in die Wand? Oder hier? Ja, ich denke, die Schächte sind auf irgendwas. Ja, die kann ich voll machen. Oh Gott. Dann kannst du drauf schießen, wenn er in der Nähe ist, wahrscheinlich, wenn er drüber läuft. Ja. Hab den nächsten voll gemacht. Das wollte jetzt aber, glaube ich, dir. Ich muss da ausweichen. So, hau doch nochmal auf den Boden, ja, oder? Sehr schön. Oh. Ich hab dann hier noch welche voll. Sehr schön. Der haut wieder. Geh mal nicht auf mich. Jawohl. Und nicht, wenn er zu nah dran ist oder wenn er gerade das Ding erwischt hatte. Nö, nee, ich glaube, ich habe einfach nicht genug reingemacht bis jetzt. Da war es nicht voll. Jetzt sind alle voll. Da habe ich nichts mehr zu tun. Och, kannst du ihn irgendwo hinlocken? Komm schon. Erst drauf. Kaboom. Der arme Käferlein. Ja, tut mir ein bisschen leid. Und ich finde ihn ziemlich eklig. Vor allem jetzt. Wait. Er ist nicht tot. Stimmt. I don't even like the wasps. So why are you on their side? I'm a mercenary. I fight for anyone who pays me the food and shelter. What food? Huh? Worms? Slugs? Larvae? No, I'm a vegetarian and gluten-free. So I punch it. Mit Nektar bezahlt. Oh man. So if you help us take her down, you can have as much nectar as you want. I can? Yes, you can have it all. Ja, wir haben wohl einen Söldner auf unserer Seite. Juhu, Käfer reiten. Du liebenswert. Boom. Wir haben keinen. Wir müssen. Okay, wir müssen es gemeinsam. Gemeinsam lenken, das kann ja was. Ja, du musst schießen. Oder lenke ich und du schießt? Ich glaube, wir lenken beide, oder? Du musst auf jeden Fall auch schießen. Warte, ich muss auch schießen? Nee. Keine Ahnung. Ich dachte, das ist dein Schuss. Deswegen dachte ich, da muss ich nichts machen. Okay, du steuerst? Ich glaube, ich steuere gerade, jo. Dann schieß ich und du lenkst. Okay. Würde ich vermuten. Wupp. Funktioniert doch ganz gut. Oh Gott. Ich muss eigentlich nur ausweichen, ja? War alles okay. Ich kann ja auch drüber springen über die Laufen. Ich versuch's, uns nicht zu töten. Ich weiß nicht, ob das wichtig war, die da oben abzuschießen. Nicht? Ups! Oh Gott. Oh Gott, ich bin reingelaufen, sorry. Das steht dafür nicht. Ich dachte, ich kann links vorbeifahren. Laufen. Arm? Laufen. Haben wir jetzt einen Käfer voll? Es spielt sich wie ein Auto, um ehrlich zu sein. Ey, du schießt Dinge nicht ab. Ich die unheimlich schwer anvisiert. Also okay, da habe ich Auto-Aim bei solchen Dingen. Da hakt so ein bisschen ein, wenn ich dann in die Nähe ziehe. Nee, du futscht immer wieder zurück bei mir. Jetzt geht der Baum aus. Der kann doch gar nicht gut fliegen, oder?
Jetzt kann er fliegen? Die Destiny, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, unser Fluggerät hat den Motor versagen. Oh. Hilfe! Oh. Ah, die Robo. Listen, we know you're not the real queen. Yeah, you're a robot. Liars! I'm the Supreme Wasp Queen. She's our Supreme Wasp Queen. Exactly. Attack! I guess, ich mach das mal. Oh Gott, ich hätte ausweichen müssen. So lange bis sie irgendwie. Nee, kann man direkt. Kann man direkt. Oh, man kann die irgendwie grinden. Ich kann um sie rumgrinden. Soll ich das? Den Hammer nochmal anhauen. Ich glaube, jetzt sollen wir hier drauf rumgrinden, damit wir ausweichen können. Würde ich mal behaupten. Oh, da ist was offen in der Mitte. Oh, da bleibt er nicht mehr stecken. Wir müssen sie entkleiden. Genau, du musst den Leuten den Besten zeigen, dass du keine echte Wisp bist. Wow. Call in the Airstrike, die B-Bombe. Wow. Kommen noch mehr? Ja, kommen noch mehr. So ein Quatsch, ey. Aua! Das ist aber schon sehr kreativ. Ja! Wäre zumindest ein Spiel, was ich auch mit Kindern spielen würde. Ja, das ist, muss an den Kopf ran noch von ihr, glaube ich. Ja. Da, am Kopf. Oh, das ist reicht noch nicht. Näher an den Kopf. Aua! Oh Gott, wir müssen aufpassen natürlich, was die Bienen machen. So Wespen, aber. Die, was die Bienen machen. Das sind eindeutig Bienen. Autsch. Ich kann doch hinten rumfahren, da kann ich so. Ah. Die protecten halt wirklich ihre, ne? Die machen ein Schild für mich. Du musst das Schild erst abschießen. Dann kann ich das hinten rum. Ich glaube, ich kann es auch von hinten noch antacken. Ja, 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 ich bin hier von hinten, kann ich es noch antackern. Da sind rote Kreuze drauf. Die roten Kreuze musst du, glaube ich, dann schießen. Denn hier haben wir einen. What? Jo. Sie hat doch nicht mal mehr hier Dingensbummens. Flügel, warum glauben die immer noch, dass die. Die sind doch blind, die. Das sind eindeutig blinde Wespen. Weiß nur wieder, Wespen sind dumm. Das war wieder, so dumm sind Wespen gar nicht. Doch, doch, Wespen sind komplett dumm. Ich kann über sie drüber springen, obwohl sie fliegen. Au. Sie wollen dich halt erwischen, deswegen fliegen sie niedrig. Wo bin ich denn? Ich hab mich mit dir verwechselt. Ich bin übrigens grün und du bist blau, wie wir das schon die ganze Zeit haben. Danke für deinen Hinweis. Autsch. Also, gehst du nochmal hinten rum? Jo, ich geh nochmal hinten, ja. Wenn man meint. Also, er hat hinten nochmal ein rotes Kreuz drauf. Ja, ich hab auch eins schon abgefischt gerade. Aber du dreht sich mit mir. Ja, wir dürfen nicht beide rumfahren, sonst stritzt sich mit. Würde ich behaupten. Hast du genug drauf gemacht, dann gehe ich hin. Ich glaube, sie müsste noch hinten noch eins drauf haben, ja. Ja. Oh, tritt halt auch. Einmal nochmal, wa? Nochmal. Jo. Bin auf dem Weg. Sag, wo du tot bist. Aber hier ist ein Schild. Vor mir. Jetzt nochmal. Versuche ich jetzt nochmal.
Das ist immer noch ein Schild, das zackt doch. Nee, nicht in die Richtung. So, jetzt aber. Ruf da, tätere. Jetzt ist ordentlich nochmal drauf hinten. Nochmal. Bin auf dem Weg. Hab's nochmal gemacht. Jawohl. Yep. Jawohl. Yeah. Sieht auch immer noch nicht das Gribble. Nee. Aber jetzt kann ich. Achso, sie können aber gleich runterfahren wahrscheinlich. Kannst Ups. Dashen, ne? Oh. Ja, ich kann auch springen, wenn ich aufpassen würde. Ja, kannst du. Oh Gott. Ja, ich müsste auch aufpassen. Ah. Die kommen ganz schön häufig, die Wespen hier. Ich verteile mal hier, ne, alles mögliche wegen Schild, weil die schilden hier. Jawohl, danke. Ah, ich seh's. Also bei mir bin ich hier komplett geschildert. Ich muss oben treffen, weil die an den Ding wurde dran, ey. Ja, wollte ich vorhin, aber das, jetzt habe ich das, das Ziel, was hier passieren kann. Oh Gott. Wow. Ja, sie machen jetzt wieder das auf der Schiene. Ach, zack, bloß. Jetzt habe ich wieder ein Schild vor mir. Also da ist noch was dazwischen. Da ist noch eigentlich noch was dran sogar. Ja, wenn er mal treffen würde. Jawohl, noch einmal. Da hängt sogar noch was dran. Na komm. Sie werden halt meine. Ich wollte gerade sagen, meine Harzdinger werden sie ab. Die Schweine. Da bin ich uns in den Nektar gefallen. Nee. Ja, unser Käferfreund. Ach so. Das ist eine Hummel. Wow, ey. Oh, Mann. Oh, die Arme. Oh, die Arme. Oh, oh. 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 Wir explodieren nach der Nektar-Explosion. Produced by Michael Bay. Ja. Das ist immer noch der Käfer, Leute. Ja, mir auch. Ich hoffe, den sehen wir wieder. Are you okay? I have nothing to live for now. I'm no longer a wasp queen. Aber doch immer noch eine Hummel. But you are special. You are one of the noblest pollinators in nature. I am? Yeah, of course. Bees pollinate crops that feed 90% of the human population. Without you guys, humans would just die. He's right. Really? So I am special? No! You're a traitor. And you two, why haven't you killed the traitor? She helped save us. Yeah. Mann, sind die Eichhörnchen gewalttätig. Holy shit. Geht's noch? Es gibt doch mehr als dafür oder dagegen zu sein. What?
Hey, this is a plane! It's not a station wagon! Just fly! Where's the gas? Hold your fire! Man the cannons! I want air coverage! Code lights! Hunt them down! Go, go, go! Darf ich anmerken, dass ich die Eichhörnchen äußerst unsympathisch finde? Sowohl wie sie mit uns umgegangen sind, als auch wie sie mit allen anderen umgehen. Jupp. Ja, du ballerst mich nicht wieder. Nee, nach dem Spiel mag ich keine Eichhörnchen mehr. Aber ich kann boosten. Okay, du hast einen geschossen. Dann müssen wir den nehmen. Oh Gott! Oh, ich muss da irgendwie durch. Tut mir leid. Bin ja dabei. Boost! Oh. Dachte, ich schaff das mal. War nicht gut geboostet. Ich war, glaube ich, ein Stück zu niedrig. Ich glaube, das wäre sogar noch gegangen. Irgendwie schade, dass immer nur einer lenkt und einer schießt. Irgendwie letztes Jahr habe ich immer geschossen, du hast immer gelenkt, oder? Das wird wahrscheinlich auch so bleiben, würde ich mal vermuten. Hm. Ich spare mal den Boost auf für die knappen Dickkisten dann. Aber können wir mal rechts jetzt oder links? Ich kann nochmal nach rechts, mir sogar beides. Es geht sogar beides, was sich eh dreht wahrscheinlich. Und ich booste, komme ich wahrscheinlich perfekt hin. Ich booste! Ist gar nicht so einfach, da durchzutreffen, ehrlich gesagt. Ich kann schießen. Ballermann! Ich kann nicht klicken. Boost, 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 boost! Ich hab schon geboostet! Was war das letzte in der Supi? Oh, what? Oh, kommen Sie gegen! Jagdflieger! Jetzt muss nach hinten schießen. Ich muss nach vorne sein. Wenn dann ich schießen könnte. Ich dachte, das wechselt jetzt nochmal. Ja, genau. Jetzt muss ich nämlich nach vorne gucken und wieder hinten. Nach vorne jetzt wieder, oder? Du musst wechseln, glaube ich. Ja. Je nachdem. Oh Gott. Wahrscheinlich kommt gleich noch mehr von hinten. Ja, ich glaube, wenn es rot blinkt, kommt von hinten. Ich hatte schon die Flugszene, ist schon vorbei hier, aber ist es gar nicht. Vorne, vorne, vorne! Jawohl. Da kommt jede Menge. Oh Gott. Oh Gott, was kommt hier alles angeflogen? Hier oben links, das ist zuerst angeschossen worden. Huch. Und uns? War's das schon? Die macht's aber schnell platt. Was haben wir hier für ein OP-Ding gekriegt? Oh Gott. Kanonentürme, no! Ich weiß nicht, wo ich raus war. Ich bin einfach OP. Oh Gott, OP-Flieger. Dann weiche ich den ganzen einfach aus. Ich musste gar nicht abschließen, aber ohne. Ja genau, danke. Ich wusste nicht, ob ich das einfach durchfliegen kann, sobald es brennt. Deswegen wollte ich da nicht. Wollte ich nur mal sicher gehen. Ja, ja, ich mach schon weg. Boost! Wir sind noch draußen! Nee, jetzt ab! Oh oh. Nein! Nicht die Kanone! Time to say goodbye to the doll. Can't wait to smash your wooden face. I can't wait to kick your furry ass. Und jetzt fliege ich noch dabei. Ja, du musst jetzt einen Fighter machen und ich muss fliegen. Du musst fliegen. Jo. Kann ich ihn da runterhauen? Oh Gott. Nee, kann ich nicht. Du wolltest aber trotzdem aufpassen, wo wir hinfliegen. Nee, ich wollte probieren, ob ich, wenn ich knapp drunter durchfliege, ob ich ihn umhaue, aber in dem Moment hat er gerade die Seite gewechselt. Vielleicht sollte ich Colt irgendwie helfen, weißt du? Wow, Kamehameha! Ja.
Okay, wenn du rechts bist, darf ich nicht gucken, dass ich rechts die tiefe Seite nehme. Der macht alles, der kann alles. Hau ihn kaputt! Jawohl! Rums! Kabams! Das ist einfach random ein Fight-Spiel plötzlich. Komm her, wir haben ja aber was. Das ist ein Hadouken. Wenn es von Street Fighter kommt. So kennt man es eher. Achso, jetzt müssen wir. Oh, wir müssen beide. Jetzt müssen wir beide. Steuern. Je nachdem, wo wir hingehen. Wo bist du hin? Ich dachte eher nach links. Ich wollte doch eher nach links. Also nach rechts. Ja, jetzt hast du recht. Wow, ich geh einfach mit dir. Links. Nicht so weit nach rechts. Links, genau nach links. Ja, aber nicht so weit. Nicht übertreiben. Das ist halt doch hier jetzt Versatz. Oh, zu viel. Andere Seite. Uiuiui. Jetzt machen wir Segelfliegerschein noch eine Runde. Aua. Okay, wir sind angedotzt, ist nichts passiert. Wahrscheinlich tun wir da wirklich sehr massiv gegen was zu dotzen. Oh Gott, nicht zu weit. Da ist eine Steine. Oh, jetzt doch weiter. Oh Gott. Nicht in die Mitte. Ja, rechts vorbei. Haben wir noch gut hingekriegt hier. Oh, Moment. Oh, links. Wir sind ja schon dabei, aber nicht zu weit. Mitte. Ja. Rechts. Links wieder. Links. Aber nicht zu weit. Was? Das geht immer so weit direkt. Aber ist jetzt? Oder müssen wir einfach zum Haus steuern? Wahrscheinlich. Was? Rosie's Room? Windows open? What? Oh Gott. Wow. Ich habe glaube ich die schwierigere Variante genommen, weil die scheint mehr schmaler zu sein. Wir müssen hier lang. Ja, achso, das Dachfenster wollen wir, glaube ich, oder? Ja. Segelauftrieb. Ja. Und du schläfst ja. Wieder traurig. Ja. Mami, look who I found, Moon Baboon. Remember him? Do you have that headache again? Okay. I won't bother you. But when you feel better, maybe we can play with Moon Baboon again. And all the other space toys you got for me. This is so traurig. We haven't seen them in a long time. Oh, and I talked to Dad. Okay. He wants you two to become friends again. Jetzt lügt die Kleine sogar. Jetzt lügt die Kleine, damit wir wieder zusammenkommen und wir vielleicht nochmal eine Chance haben. Das ist so traurig. Wenn das Boink Boink hört, dann mute ich mich immer und so. Nicht wundern. Weil Loom, also wir haben uns ausgemacht, dass ich nicht in die Sachen reinrede. Aber dafür kann doch der Affenastronaut nichts, dass die Eltern doof sind. Oder was heißt, dass du die Eltern verzaubert hast. Ja, wir hätten so gut reinfliegen können. That is the last time I'm flying by the seat of your pants. Oh, haha, you're a real comedian, you know that? Thank you. Look, there she is. Oh, I miss her. Do you think she's okay? Well, she looks fine. I mean, she's playing like nothing happened. Thank goodness. Let's go and talk to her. Yeah, but we should be careful. We don't want to scare her. Are you saying I'm too harsh with her? No. I meant she might get scared when she sees us. I mean, look at us. We've turned into a couple of dolls, remember? Ja, aber sie hat sich doch gewünscht. Are you really ready to talk to Rose? Why not? She's our daughter. Well, can you talk to her without fighting each other? Of course we can. Rose isn't the problem. He is. She is. What? You see? I don't think you are ready. Wait, is he trying to stop us? I think that he is. And are we gonna let him? No! Yeah.
Wait! What if we can't make Rose cry? What? We have to. Or we'll be stuck like also sie zum Weinen zu bringen ist nicht so schwierig, aber sie vor Freude zum Weinen zu bringen ist glaube ich das Schwierige. Bei Trauertränen werden bestimmt nicht funktionieren. Der wird das. Also, ich finde es schwierig, dass es darum geht, sie zum Weinen zu bringen. Bin ich da der Einzige? Ja. Und ich würde sagen. Ich ahne, wer da gegen uns ist. Ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal mit der Folge für heute durch. Haben nicht viel zu lang gemacht. Okay, deine Verantwortung. Ja, ich weiß, viel zu lange. Ich habe die nicht auf die Zeit richtig geachtet. Wir waren gerade voll in der Action-Szene und dann. Ja, jedenfalls danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wieder bei einer Folge It Takes Two mit Lumidu. Und Bendu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.